Wo warst du? Hab ich dir doch gesagt, bei einer Beerdigung. Und, hat's Spaß gemacht? Du fragst, ob die Beerdigung Spaß gemacht hat? Bist du blöd? Ist doch nur so ein Spruch. Das ist ja gut. Es hat keinen Spaß gemacht. Und Omas Wohnung ist verkauft worden. Sie wusste es nicht. So was nervt. Ja. Geht's dir gut? Ja. Ekelhaft und kalt ist es auch. Hey, was ist denn? Was hast du? Oh Mann, das stresst. Was ist los? Deine Augen sind traurig, aber sie funkeln. Ist dir eine Tussi begegnet? Sag nichts. Du hast die bestimmt im Hotel kennengelernt, oder? Diese Tussi ist, glaube ich, 40, 45. Sie hat es satt, abends allein zu sein, habe ich recht? Das stimmt nicht. Sie war nicht 45. Du gibst es zu? Was gebe ich zu? Du hast jemanden kennengelernt. Nein. Aber ja. Nein. Doch. Naja, ein bisschen schon. Oh Mann, komm, hör auf, lass es raus. Ich will's wissen. Ich will Einzelheiten, ich will alles wissen. Nein, stimmt nicht, da ist nichts. Wir sind uns bloß begegnet. Auf dem Friedhof. Du hast bei einer Beerdigung eine angemacht? Das gibt's nicht. Ich mach doch keine Frauen auf dem Friedhof an. Hast du sie nicht mal alle? Ich mach doch keine Frauen auf dem Friedhof an. Wir haben uns bloß angesehen und das war's. Sie war sehr hübsch. Dann bin ich gegangen und ich weiß nicht, wie ich sie wiederfinden kann. Das hat keinen Sinn. Das ist keine einfache Sache. Genau. Klar, das Mädchen gehört auch zwangsläufig zur Familie, nicht wahr? Ja. Also kommt sie eines Tages zwangsläufig ans Grab, nicht wahr? Ich habe aber nicht vor, mein Leben auf dem Friedhof zu verbringen. Nein, du wirst eine Nachricht aufs Grab legen. Das ist echt romantisch, so eine Art von Twilight. Irgendwie so im Stil von Robert Pattinson, ja? Das ist krank. Hey, die Cola ist ja warm. Ravioli kalt? Cola warm. Verkehrte Welt. Es ist ekelhaft. Überraschung! Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag, Mama. Überraschung. Oh, ich muss dir was zeigen. Komm mit. Und jetzt sieh dir diese Scheußlichkeit an. Das ist genial. Das ist deine Oma. Ist es ein Pferd? Ja, das weiß man nicht. Es ist wegen deiner Oma. Was ist denn passiert? Sie ist verschwunden. Überwachen Sie die Menschen nicht? Das ist kein Gefängnis, Monsieur. Nein, aber ich bitte Sie. Die haben gesagt, in dem Viertel hier ist seit gestern jemand überfahren oder ohnmächtig geworden. Na, das ist ja sehr beruhigend. Also, erste Frage. Ist Ihre Mutter volljährig? Nein, nicht aufregen. Was meinen Sie, was hier los ist? Eine Mutter, die jünger ist als ihr Sohn, hä? Hast du sowas schon mal erlebt? Sie hat Charakter, deine Mutter. Es ist ihr Stil, einfach wegzugehen. Ich habe sie umgebracht. Mama! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Siehst du, in welchem Zustand er ist? Ich weiß, dass du es mit meiner Frau treibst. Pardon, Monsieur? Und wie sieht das bei Ihnen aus? Monsieur. Ist das im Preis inbegriffen, hä? Das gibt's nicht. Das ist eine Postkarte von meiner Oma. Da musst du hinfahren und Ermittlungen durchführen. Oh my. Verzeihung, können Sie mir vielleicht... Wollen Sie Selbstmord machen? Nein. Hier springt man. Aber vorsichtig, der Wind. Der drückt einen nämlich gegen die Felsen und dann schlägt man hier auf. Aua! Dann schlägt man hier auf und kann nur noch wimmern, bis die Sanitäter kommen. Sie will mich verlassen und es gäbe einen Jüngeren und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Geht's mit der Gegenwart nicht mehr weiter, kommt die Zukunft aus der Vergangenheit. Ich bleib mit deiner Mutter, sie macht eine Rentnerkrise durch. Ah ja, eine Rentnerkrise. Mhm. Soweit ich weiß, ist Mama überhaupt nicht in Rente. Ach, du kennst doch deine Mutter. Sie ist immer ihrer Zeit voraus. Das Bild gehört ebenfalls zu meiner Tierperiode. Oh, das ist ein Jack. Nein, das ist ein Hund.